Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zu Günther in einer Eishöhle, da wo es sich am besten leben lässt. Wir haben mit einem bedrohlichen Licht gesprochen beim letzten Mal, obwohl so bedrohlich war das gar nicht. Da laufen hier in der Schule doch ein paar Leute rum, die ein bisschen bedrohlicher wirken tatsächlich. Und müssen jetzt wieder zurück. Ich glaube, Savos Aren war unser Schulleiter? Sehe ich das richtig? Keine vom Zeigorden hat mich davor gewarnt, das Auge von Magnus eine große Gefahr darstellt, solange es sich innerhalb der Akademie befindet. Das ist die Kugel. Und wir müssen den Stab finden, so war das. Aber vorher reden wir natürlich nochmal mit unserem Schulleiter darüber, was wir unten hier in den Katakomben der Schule so erfahren haben. Vielleicht kann er uns ja schon mal einen Tipp geben, wo es denn diesen glorreichen Stab gibt. Aua. Was auch immer das ist. Bin ich einfach über einen Stein gestolpert oder. Ja. Auf jeden Fall habe ich Schaden bekommen. Es hat auch vibriert. Das ist an solchen Orten hier auf jeden Fall nicht ganz so angenehm, wenn man auf einmal Schaden bekommt. Irgendwo hier läuft, glaube ich, auch noch irgendwo ein Untoter rum. Okay, das ist Magierlicht, glaube ich, einfach nur. Okay, irgendwas macht hier auch Geräusche. Ganz ehrlich, das ist. Ein Skelett vielleicht? Ich bin noch nicht so scharf drauf, das so auszufinden. Das wird's nicht sein. So, da tröpfelt das Wasser schön vor sich hin. Ist eigentlich. Man könnte eigentlich sich hier hinstellen und so ein Skyrim and Chill Channel machen, ne? Ist jetzt gut. Es ist jetzt nicht ganz so Instagram-chillig mäßig, aber hier so. So in die Richtung. Ist besser, ne? Ich glaube, mit diesen Gefängnisgittern davor ist, glaube ich, nicht so viel mit Chill, aber ihr versteht, wo ich damit hin will. So, weiter hoch. Raus aus der Müllgrube. Was immer noch ein bisschen weird klingt, wenn ich mal ehrlich bin, wenn man hier... Wenn man irgendeinen Gott einfach unter der Schule hat, den man durch so eine Klappe findet. Aber gut. Wir sind hier immerhin in einer Magierschule und Magierschulen haben irgendwie die Angewohnheit, hinter jeder Ecke irgendwas zu haben, was einen töten möchte. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Ja, würde mich jetzt tatsächlich interessieren, was, aber man weiß ja nie. So. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Oder mehrere. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Können wir gerne auch mal irgendwann anders drüber reden, aber ich habe Infos. Ja, und die wären? Dass ich einen Stab finde. Na, den Stab von Magnus, genau. Den Stab von Magnum. Nun, ich hätte liebend gern solch einen mächtigen Stab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich. That's what he said. Er hat mit der Kugel zu tun, die wir gefunden haben. Die da, hinter uns. Und woher wisst ihr das? Ich habe mit einem Gott im Müll gesprochen. Wirklich? Ja, ist schwer zu glauben. Ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt? Jo. Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Ihr meint mich. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Ich habe aber auch Bock drauf. Aber sicher. Siehste? Da ihr sogar den Augur um Rat ersucht habt, dachte ich, ihr wärt enthusiastischer. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden. Ich erinnere mich daran, dass Mirabelle kürzlich den Stab erwähnt hat. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen. Oh, dann würde ich doch mal fragen, ne? Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Gut gemacht. Danke. Dieser Silberreif war einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Geil. Questbelohnung. Magier-Diadem hinzugefügt. Ich setze mir doch kein Diadem drauf. Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem... Enthüllung des Ungesehenen. Gut, aber jetzt haben wir ein weiteres Diadem, was wir verticken können. Also, was ich in den tollen Verkaufssack stopfen kann. Ich glaube, das wird irgendwann mal Folge 100. Ohne Scheiß. Ich glaube, Folge 100 besteht einfach daraus, wie ich kommentarlos diesen Sack nehme und alles darin irgendwo in die nächste Stadt schleife. Dann wollen wir mal mit Mirabelle reden. Wenn ich sie finde... Komme ich denn da hoch? Ist irgendwo eine Treppe? Da. Ich habe mich hier noch nie umgeguckt. Ich bin immer nur pennen gegangen. Achso, das ist gar nicht mein Zimmer. Ich habe mich kurz...
Warte mal, das ist mein Zimmer. Yeah. Ich glaube zumindest, das ist mein Zimmer. Es fällt schwer, es zuzugeben, aber Shisargo kann immer noch etwas Hilfe gebrauchen. Das glaube ich aufs Wort. Gut, ich gehe dann mal. Oder ist das hier? Das sieht eher nach meinem Zimmer aus, ne? Bett fremd. Nee! Arschgeleckt, das ist mein Zimmer. Verpiss dich bitte. Danke. Hat er jetzt auch gemerkt, dass er hier nichts zu suchen hat? Aber Hauptsache hier meinen Wein saufen und machen. Als ob der hier überhaupt dazugehört. Ich müsste das eigentlich mal hier dem Vorstand melden. Morgen. Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Ist schön. Wisst ihr was über den Stab von Magnum? Nun, das ist eine merkwürdige Frage. Warum in aller Welt wollt ihr das wissen? Weil Dumbledore das gesagt hat. Ihr kürzlich erwähnt, ihr könnt, es könnte mit dem Auge zu tun haben. Nee. Ja, der hat gesagt, du weißt das. Ich verstehe. Nun ja, das habe ich wohl erwähnt. Aber ich weiß nicht genau, was ich euch seiner Meinung nach nun sagen soll. Ich habe ihn erst vor einigen Monaten. Was letzte Preis? Wo kriege ich den her? Die hier auftauchte und danach suchte. Ja. Offenbar dachten sie, wir hätten es hier irgendwo in einem Schrank. Ich meine, ihr habt einen Gott im Keller. Oder was auch immer das ist. Was sind die Synode? Ihren Hauptsitz in Cyrodiil haben. Aha. Sie halten sich seit ein paar hundert Jahren für die kaiserliche Autorität in Sachen Magie. Meines Wissens wollen sie mit ihren Aktionen in Wirklichkeit nur die Gunst des Kaisers gewinnen. Viel Politik, wenig Magie. Ich war ganz überrascht, sie vor unserer Tür vorzufinden. Sie schienen durchaus liebenswürdig, doch die Richtung, in die ihre Fragen gingen, war mir nicht ganz geheuer. Es zeigte sich, dass sie versuchen, machtvolle Artefakte an sich zu bringen, um ihre Macht zu festigen. Mhm. Also weiß niemand, wo sich das Ding befindet. Das weiß niemand hier. Schön. Die Synode schien überzeugt, dass er irgendwo im Himmelsrand sein müsse. Sie erkundigten sich nach den Ruinen von Mesulft, aber mehr weiß ich nicht mehr. Es klang, als seien sie dorthin unterwegs, auch wenn sie aus dem Grund dafür ein großes Geheimnis daraus machten. Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehe ich da jetzt auch hin. Wenn ihr den Stab suchen wollt, findet ihr sie möglicherweise noch in Mesulft. Mesulft. Ihr wartet nur nicht, dass sich ihre Mitglieder als kooperativ erweisen. Okay, was neue Zauber, was könnt ihr mir noch? Wo lerne ich neue Zauber? Das wäre vielleicht mal bei einer Magierschule ganz angebracht, die Frage. Nun, das hängt davon ab, wonach ihr sucht. Zerstörung! Faralda kann Zerstörungszauber lehren und geil. Training dafür an. Faralda. Finnis ist einer der besten Beschwörer in ganz Himmelsrand und kann euch mit Zaubern dieser Art helfen. Lasst euch von Teufdir nicht täuschen. Er ist die höchste Autorität auf dem Gebiet der Veränderung. Einer der besten in Tamriel und stets bereit, sein Wissen weiterzugeben. Okay, Faralda, it is. Wenn ihr es findet und ihn dazu bringen könnt, dass er sich konzentriert, kann er euch so einiges über Illusionsmagie beibringen. Und dann ist da noch Colette. Zwar ist der Umgang mit ihr nicht immer ganz leicht, doch ihr Wissen über die Wiederherstellungsmagie ist enorm. Also zerstören und heilen ist tatsächlich mal gar nicht mal so verkehrt. Mache ich aber, glaube ich, erstmal wann anders, weil jetzt würde ich mich dann doch gerne nach Mesulft auf den Weg machen, was auch, wo auch immer Mesulft ist. Ich guck einmal ganz kurz. Auf der Karte. Ja. Arsch der Welt. In den Ruinen von Mesulft. Alter, okay, das ist ein ganz gutes Stück. Die Sache ist, mache ich dann jetzt einen auf Magierschüler erstmal, bevor ich da hingehe, oder helfe ich bei dem Stab? Weil das ist schon eine wichtige Sache. Ich glaube, ich gehe mal zu den Stellen von Windhelm und begebe mich in Richtung Sulft. Das ist eine wichtige Sache. Wir können dann immer noch, wenn es sich eine kleine Pause ergibt, mal irgendwann einen auf Günther Potter machen und als Magierschüler durchgehen. Aber aktuell... Ist immer schön, man erkennt auf jeden Fall unser Pferd. Das gute Dieselpferd. Auch wenn es auf Dampf läuft, ja, aber weiß ich nicht, Dieselpferd hat sich irgendwann so ergeben bei mir im Kopf. Reiten wir mal nach Mesulft. Das ist ein Name, ich hoffe, das wird einfach die einzige Questline bleiben, die damit zu tun hat und das wird kein Main-Ding, weil das ist ein Name, den möchte ich nicht oft aussprechen. Einfach mal in Richtung Marker, Kühneshain.
So, die Sache ist das, kann ich da unterkommen, weil ich, auch wenn ich Survival aus habe, ich finde es halt immer noch ganz schön, so Roleplay-technisch ab und zu mal so ein bisschen irgendwo einzukehren und vielleicht mal ein paar Happen zu essen und so. Gasthaus düster, weil, ja, guck mal. Und dadurch, dass es jetzt Nacht ist, kann ich auch mal sagen, ey, ich möchte hier mal ein bisschen pennen. Moin. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig. Wir könnten das Geld gut gebrauchen. Siehst du mal. Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Dann helfen wir noch jemanden. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ja, wahrscheinlich das da, ne? Weil, sind wir mal ehrlich, ihr habt halt das Standardmodell bekommen. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Jo, kein Thema. Dann, gehen wir mal schlafen. Diesmal gibt's auch nur die 8 Stunden Schlaf. Nicht die 12, die so ein Günther braucht. Ich finde das manchmal ganz schön. Mal so ein bisschen einkehren. Ein bisschen gemütlich machen. Auch wenn es halt jetzt tatsächlich eigentlich nicht mehr viel bringt. Im Survival war das ja doch wichtig zum Leveln oder einfach nur, um mal so ein bisschen Kraft wieder zu tanken. Aber auf lange Sicht war mir Survival dann jetzt doch ein bisschen zu anstrengend für einen Ich-spiele-das-Ding-jetzt-durch-Run. Weil das wird das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen unnötig in die Länge strecken. Wenn man das Teil eh schon durch hat und einfach nur so ein bisschen in der Welt überleben möchte, sage ich mal, dann ist das ganz angenehm. Aber für die Zwecke, die wir hier verfolgen, reicht ab und zu mal in der Taverne schlafen und sich hin und wieder mal so ein Lachsfilet reinhauen. Ich fliege doch irgendwo unter herum. Ich höre doch Dinge, ganz ehrlich. Haben auch schon ewig nicht mit der Mainquest weitergeführt. Ich glaube, das ist das nächste, was wir nach der Magierschule machen. Einfach mal nochmal so ein bisschen Mainquest. Moggeln. Aber da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen von entfernt. Jetzt erstmal weiter Richtung Bethul. Ich kann das noch nicht mal richtig sprechen. Ich kriege diesen Z-Laut nach dem M nicht hin. Da blockt meine Zunge ab. Das geht nicht. Es funktioniert schlichtweg nicht. Na Mensch. Einfach immer weiter. Ich bin noch mal gespannt, ob wir dann diesen komischen Clan, den wir da suchen, ob wir den wirklich hier antreffen oder ob der sich wieder weiter versteckt hat und wir einfach wieder nur Notizen finden. Da oben ist ein Skyrim-Symbol, okay. Gefolgt von diversen Höhlen, okay. Und ein paar Wölfen. Ich habe aber so das Gefühl, ich muss da hoch. Dann lasse ich mein Pferdchen hier. Aha. Das war immer doch nicht mehr so geil, die Reisenden hier zu überfallen, wa? So. Ein bisschen Magie kann er ja, der Günni. Und die Magie ist übrigens sehr laut. Ich weiß nicht, wie es bei euch am Ende dann ankommt, weil bei mir ist es halt immer noch mal ein bisschen anders eingestellt. Aber ich hoffe, eure Gehörgänge explodieren nicht. Komm ich hier schon rein? Das sieht mir doch sehr nach Ruinenmäßigem aus. So, alleine schon der Aufbau hierhin wirkt vielversprechend, sag ich mal. Da ist ein Eingang. Ich kann mal kurz gucken. Zwergenlagerraum. Da sind die Ruinen. Ich gehe erstmal in den Lagerraum. Ich guck mal, vielleicht finde ich ja hier irgendwas Nützliches, was mir dann in den Ruinen hilft, aber im Endeffekt sind wir hier direkt schon direkt Dwemer-Metall, kann man gut einschmelzen, ist aber sauschwer. Eine Tür zum Aufschließen. Ach, ich wollte nochmal. Ja, das ist, glaube ich, was ich jetzt nach der Aufnahme mal irgendwann machen werde. Mal so ein paar Tränke aussortieren und generell mein Inventar mal wieder so ein bisschen aufräumen. So, Schlossknacken ist verbessert. Oh, lol. Ja, moin, das nenne ich mal ein Haste. Hallo, Dwemer-Metall. Okay, der Lagerraum hat sich auf jeden Fall schon jetzt gelohnt. Die nächste Tür. Das Tor habe ich jetzt noch nicht aufgekriegt, aber das ist anscheinend auf völlig Wumpe. Was haben wir hier? Ethereum-Splitter. Wir haben immer noch ein bisschen Zwergenstreitaxt des Schwundes. Alter, was ist denn hier los?
Ich wollte einfach nur, bevor ich jetzt in den Dungeon gehe, mal ein bisschen gucken. Hat ja keine Ahnung, ich bin exakt auf meiner Traglast. Ich glaube, ich brauche gleich mal ganz kurzen Zwischenstopp zu Hause und bringe das Zeug erstmal weg, aber das lasse ich doch hier nicht liegen. So, Ethereum-Splitter. Danke dafür. Das war so viel wert. Kann ich Expertendinger überhaupt knacken? Schau mal. Es funktioniert auf jeden Fall. Es ist jetzt natürlich nur dieser eine Millimeter, der wieder fällt, aber ich würde es ganz gerne versuchen. Bis es dann irgendwann klappt, weil mein Level dadurch natürlich steigt. So, komme ich jetzt hier? Nein. Ja. Geil. Man kann sagen, das Level pumpt dann nämlich dadurch ein bisschen hoch. Ein Konvektor, der aber leider leer ist. Okay. Das war auf jeden Fall ertragreich. So, dann gehe ich einmal ganz kurz nach Hause, weil ich ja auch Lydia zu Hause gelassen habe. Dann kann ich direkt mal checken, ob das geholfen hat. Danke übrigens für die Tipps in den Kommentaren, weil tatsächlich diese Lösung von wegen immer so, hier trennen sich unsere Wege, das klingt so endgültig. Das ist so ein Ding so von wegen immer so, ja gut, ich brauche dich jetzt nicht mehr, tschüss, leb dein Leben. Aber ich will sie ja eigentlich nur zu Hause lassen und deswegen habe ich mich da nie getraut, wirklich. Aber ich glaube, Warte hier hat geholfen. Ist nicht da. Lydia? Lydia? Nun. Vielleicht war Warte hier nicht die gute Idee. Gut. Hoffe ich einfach mal, dass ich sie irgendwann mal wiederfinde durch irgendwas, weil jetzt aktuell anscheinend nicht. Ich habe keine Ahnung, ob zurücksetzen geht oder nicht oder whatever, aber aktuell sehe ich sie zumindest nicht. Oder läuft sie hier draußen irgendwo rum? Ich glaube, hier trennen sich unsere Wege, wäre die klügere Lösung gewesen, wenn ich mir das so angucke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier draußen jetzt einfach random irgendwo rumrennt. Oder? Nein. Gut, vielleicht ist sie auch zu Hause wieder zurückgesetzt. Ich werde mir das mal angucken. Keine Panik. Irgendwie werden wir sie wieder zurückkriegen. So, der Vermisstenfall Lydia sollte sich irgendwann nochmal lösen. Oder? Na, keine Ahnung. Ich packe jetzt erstmal ein paar Sachen weg. Also. Der gute alte Verkaufssack. Dann kriegt ihr nämlich auch nochmal so ein bisschen was zu sehen. So, die das ganze Amulettgedönse. Überlege ich jetzt gerade. Warte mal, die Wartezeit zwischen den Schreien, das hatte ich an. Da, Diadem der Magiker. Sind wir ganz ehrlich, brauche ich eh nicht. Achso, ja, die Dinger. Das Magier-Diadem brauche ich auch nicht. Das kann man alles verkaufen. Schmiedeschürze, Schuhe und sowas alles weg. Katze hat eine Beschwerde vorzulegen. Ich habe so das Gefühl, es gibt gleich Essen. Aber dann machen wir gleich generell nochmal eine Pause und dann ist gut. So, das Vulkanglas-Schild, das werden wir natürlich in die Waffenkammer bringen. Genauso wie die Axt, die ich gefunden habe, weil ich würde, glaube ich, einfach mal... Warte mal, das Ding macht plus 53. Was macht die Zwergenaxt? 48, ja, guck, dann einmal zack und schon hängt sie im Keller. Dann haben wir einmal die Kollegen hier. Die Bekleidung. Das Vulkanglasschild kommt hier oben hoffentlich hin, jawohl. Alles ein bisschen schöner. So, und die Barren kommen nach draußen. Barren und Metalle und das ganze Zeug. Ich hoffe ehrlich gesagt tatsächlich, dass Lydia nicht unbedingt gorn ist, weil sie, als ich sie hier abgesetzt habe, sag ich mal, ist sie mir ja nicht mehr gefolgt. Aber wirklich hier geblieben ist sie anscheinend auch nicht. Macht mir Sorgen. So, der Splitter kommt nochmal. Nee, ausrüsten will ich auch nicht. Der schwarze Stern. Ja, ich muss
Diverses tatsächlich einfach mal hier zu Hause lassen. Glas, Gold, Steine, das kommt alles in den Tresor. Holz und so ein Scheiß, das kann ich auch wieder verticken, das braucht kein Mensch. Das ist alles Zeug, was ich einfach so eingesammelt habe, weil es halt in der Nähe lag. Der Barren kommt hier rein, die Barren kommen hier rein. Ein Totenschädel, ja, kann man, hat man ja ab und zu mal dabei einfach. Ungewöhnlicher Stein, ach, wenn ich die schon sehe. Und zwergische Metallwaren, 18 Stück, guck mal. Packen wir weg. Und haben wieder ordentlich Platz. Und ja, würde sagen, dann machen wir jetzt hier an der Stelle einmal Pause. Peach kriegt Essen. Ich guck vielleicht einmal ganz kurz aus Panik einfach mal, wo sich Lydia jetzt aufhalten könnte. Und ob ich jetzt irgendwas ganz gewaltig verbockt habe. Und dann sehen wir uns nächste Mal wieder zu einer neuen Folge Günther und dann gucken wir uns mit Sulft oder wie auch immer. Wir suchen den Stab von Magnus. Magnum, wie auch immer er heißt. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, könnt ihr Kommentar, Like und Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns demnächst dann wieder zu einer neuen Folge Günther bei Skyrim oder bei einem anderen Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss, wollte ich sagen.